Hallo, es gibt wieder einen Buchtipp von mir und zwar ein Video, von dem ich überlegt habe, ob ich es überhaupt drehen soll. Einfach aus dem Grund, dass die Trilogie, die ich euch zeige, nicht besonders aktuell ist, dass schon relativ viel drüber gesprochen wurde. Aber wie auch in meinen Follow the Hype-Videos denke ich immer, okay, dann habt ihr noch eine Meinung dazu. Und ich weiß, dass sich manche von euch sehr darüber freuen, weil sie inzwischen schon so ein bisschen abschätzen können, ob ja, eure Meinung meiner gleicht und ob ihr es dann vielleicht mögen werdet. Deshalb gibt es dieses Video. Ihr müsst es euch ja nicht anschauen, wenn ihr nicht möchtet. Zur Illyria-Trilogie von Ursula Poznanski. Die besteht einmal aus Die Verratenen, Die Verschworenen und Die Vernichteten. Ich habe es in meinem Lesemonat auch schon gesagt, ich finde die Cover nicht unbedingt schön. Also so in Grau gehalten und auch von den Mustern her. Und ich finde die Buchrücken wirklich, ehrlich gesagt, gar nicht schön, wenn die so im Regal stehen. Ich habe mich beim Lesen so ein bisschen dran gewöhnt und habe zumindest ein wenig mehr Freude an den Covern finden können als vorher, als ich sie so ja in den Buchhandlungen oder so gesehen habe. Aber es ist jetzt nicht mein allerliebstes Coverdesign. Wobei man auch dazu sagen muss, dass so kitschy, rosa Federn, Wölkchen-Cover, keine Ahnung, so typische Fantasy-Cover nicht zu dieser Trilogie gepasst hätten und das ist auch gut so. So, erstmal möchte ich zu Beginn des Videos sagen, dass ich die Rezension spoilerfrei halten werde. Ich spreche über die gesamte Trilogie, konzentriere mich allerdings von dem Part her, in dem ich euch ein bisschen was zur Handlung erzähle, dann wirklich auf Band 1 und die anderen beiden lasse ich einfach aus und sage nur meine Meinung dazu und wie mir dieses Ganze so insgesamt gefallen hat. Ansonsten fände ich das einfach irgendwie doof. Und ihr müsst dann keine Sorge haben, dass ihr nicht mehr weitergucken könnt, wenn ihr die gesamte Trilogie noch nicht kennt. Ich finde es nur immer ganz wichtig, einen Gesamteindruck weiterzugeben, weil ich schon sehr viele Trilogien oder auch Reihen hatte, deren Qualität mit dem weiteren Erscheinen der Bände dann doch abgenommen hat oder wo der zweite Band irgendwie doof war, weil der nur so ein Mittelstück zwischen dem ersten und dem dritten war. Deswegen finde ich, macht das schon Sinn. In dieser Trilogie haben wir eine dystopische Welt. Ursula Poznanski ist ja eine deutsche Autorin, das Ganze spielt also auch in Deutschland, war für mich die erste, glaube ich, deutsche Dystopie, die ich gelesen habe, ansonsten so diese bekannten amerikanischen. Und in dem Fall ist es so, dass es eine große Naturkatastrophe gab und die Menschen sich unter Glaskuppeln, also sie bestehen nicht aus Glas, sondern aus irgendeinem anderen super resistenten Material, aber ihr wisst, was ich meine, geflüchtet haben, um weiterhin ein angenehmes Leben führen zu können, sozusagen. Und es gab aber auch Menschen, die sich dagegen entschieden haben und die außerhalb dieser Kuppeln in der Wildnis leben und von den Menschen in der Kuppel als ja primitive bezeichnet werden, weil sie eben ja, naja, sie leben von der Jagd, sie haben keine schicken Klamöttchen, sie haben keine Technik und so weiter. Man kann es sich ungefähr vorstellen. Und wir beginnen das Ganze in der Sphäre, so nennen sich die Kuppeln, in der Sphäre Hoffnung. Und dort gibt es eine Akademie, auf der sehr, sehr vielversprechende Studenten ausgebildet werden. Es gibt ein Ranking, das ist auch für alle immer ersichtlich an großen Tafeln. Und es ist den Studenten sehr wichtig, hoch in diesem Ranking zu kommen. Einmal natürlich wegen gewisser Privilegien und wegen einer bestimmten Anerkennung, aber auch, weil es darum geht, irgendwann in der Zukunft einmal hohe Positionen beispielsweise in der Politik zu erlangen. Und nun ist es so, dass alle dort eigentlich sehr glücklich sind. Es ist wirklich ein schönes Leben. Ja, es ist eine zukünftige Welt. Also es gibt wahnsinnig tolle Technik, man muss sich nicht mehr um viel selbst kümmern. Andererseits herrscht auch eine große Kontrolle. Also alle haben eine Art Uhr am Arm, die zum Beispiel anzeigt, wenn sie nicht genug gegessen haben. Sie gibt ihnen auch vor, was sie essen sollen. Also sie rechnen aus, wie viel Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß, Zucker und so weiter ihnen noch zusteht und dementsprechend bekommen sie dann auch die Mahlzeit. Also sie müssen keine Entscheidungen selbst treffen, aber sie können es in manchen Punkten auch nicht. Alle sind aber ganz glücklich und zufrieden, ne? Es ist ganz schön und vieles davon klingt auch ganz nett so für den Leser. Und dann ist es irgendwann so, dass Ria, die im Grunde die Protagonistin des Ganzen ist, wie soll man es nennen? Ja, zwei Männer der Wache dort, wenn man so will, belauscht, wie sie miteinander über eine Verschwörung reden und dass die Studenten, die diese Verschwörung planen,
eliminiert werden müssen. Und dann wird eben genannt, wer die Verschwörung plant. Und sie ist unter diesen Studenten und noch einige andere, von denen sie manche kennt und manche nicht. Und sie ist völlig schockiert, weil sie keine Verschwörung plant. Sie hat keine Ahnung davon. Sie weiß auch nicht, ob die anderen was planen, aber sie definitiv nicht. Und jetzt wird über ihren Tod gesprochen, ohne dass sie überhaupt irgendeine Ahnung hat, was das Ganze soll. Und damit beginnt dann im Grunde die Geschichte, denn diese Studenten werden dann zu einem Besuch beim Präsidenten geschickt und schon in dem Moment ist ihnen eigentlich klar, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Also ihr ist es klar, aber sie spricht dann auch mit ein, zwei Studenten. Und auf dieser Fahrt passiert dann eben auch etwas und letzten Endes müssen sie fliehen und landen dann in der Wildnis sozusagen. Und viel mehr will ich zur Handlung eigentlich gar nicht sagen. Und es war jetzt wirklich nur der erste kleine Teil. Also es war jetzt nicht irgendwie die Handlung des ersten Bandes oder so, die ich euch gerade wiedergegeben habe, sondern wirklich nur der Anfang. Ich mochte die Trilogie wahnsinnig gerne aus verschiedenen Gründen. Einmal fand ich die Ideen sehr innovativ. Also die Probleme, die dort auftreten, die verschiedenen Klassen des Ganzen. Wir haben hier endlich mal nicht eine Stadt mit, weißt du, außen wohnen die ganz Armen und dann je weiter man reingeht, desto wohlhabender werden sie und so, weil das System haben wir eigentlich immer und überall in amerikanischen Dystopien in der einen oder anderen Form. Das haben wir hier nicht. Wir haben verschiedene Sphären, manche sind besser, manche schlechter, manche sind organisierter, manche nicht so und so, aber ich meine, wie halt auch Städte unterschiedlich sind und so. Und ich meine, klar, wir haben die Wilden, das ist nochmal eine andere Welt, aber auch hier haben wir kein klares, einfaches Gut und Böse. Also wir haben hier nicht die Wilden sind die Guten und die unter den Kuppeln sind die Bösen, weil es ist ja oft so, die Reichen sind die Bösen, die Armen sind die Guten und so. Auch umgekehrt ist es nicht der Fall. Wir haben hier einfach Menschen und manche sind so und manche sind so. Und natürlich differenziert sich das in einer gewissen Weise im Laufe der Trilogie, aber immer noch ist es niemals so schwarz-weiß, sondern es hat immer sehr, sehr viele Schattierungen, sehr, sehr viele Schichten und Aspekte und auch viele von den Protagonisten sind nicht einfach nur gut oder einfach nur böse, sondern sie haben alle ihre unterschiedlichen Seiten. Und das mochte ich sehr, sehr gerne. Was ich weiterhin sehr gerne mochte, ist, dass es zwar eine Liebesgeschichte gab, und das finde ich auch ganz schön, weil, weiß nicht, finde ich immer ganz nett, aber die nimmt nur einen relativ kleinen Teil ein und sie ist wunderbar undramatisch. Es war wirklich so angenehm. Ich meine, einmal steht die Geschichte nicht im Fokus, das zeigt schon mal, dass es nicht so viel Drama gibt, aber auch so, es war einfach sehr gut gemacht und sehr gut eingearbeitet und das hat mir super gut gefallen. Ihr wisst sicherlich, was ich meine, wenn ihr einige Dystopien gelesen habt. Ich sage nur Stichwort Dreiecksgeschichten und sowas ohne Worte. Von daher fand ich das auch sehr, sehr gut. Zudem war es so, dass ich ja schon mal gesagt habe, dass ich nicht unbedingt mag, wenn Leute in Büchern auf der Flucht sind, weil ich oftmals finde, dass es die Geschichte nicht so richtig vorantreibt. Es ist dann immer wie so ein Videospiel, so sie springen von einem Punkt zum anderen und dann bekämpfen sie hier jemanden und da ist wieder eine Gefahr und so weiter. Und ich weiß, dass viele das sehr, sehr spannend finden und ich kann das auch nachvollziehen, weil man natürlich schon wissen möchte, schaffen sie es nicht und welche Hindernisse geraten ihnen noch in den Weg. Aber letzten Endes ist es nicht so mein liebster Handlungsstrang. Und in dieser Trilogie sind die Protagonisten sehr, sehr viel auf der Flucht, die Studenten dann. Aber ich fand es gut gemacht und ich fand es spannend. Und immer mal wieder zwischendurch gab es so kleinere Abschnitte, wo ich dachte, okay, jetzt kommt die Geschichte nicht so richtig voran. Was auch der Grund ist, warum ich allen drei Bänden 4 Sterne gegeben habe und jetzt nicht 5, obwohl ich mich hier sehr begeistert äußere. Aber das waren immer kürzere Abschnitte und war gar nichts, was jetzt für mich so viel Spannung genommen hätte oder meinen Eindruck so sehr verschlechtert hätte. Und was ich auch sehr, sehr positiv fand, war eben, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe allen drei Bänden 4 Sterne gegeben. Ich fand sie alle gut. Ich fand den zweiten fast noch einen Tick besser als den ersten zum Beispiel. Man hat hier nicht das Gefühl, das ist einfach nur ein Lückenfüller. Man hat nicht das Gefühl, es sollte mit einer Trilogie möglichst viel Geld gemacht werden, obwohl man das Ganze vielleicht auch in 2 Bücher hätte stecken können, sondern es war genau so, wie es war, richtig. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe alle Bücher hintereinander weggelesen, das sagt schon sehr, sehr viel. Ich finde, die Trilogie passt perfekt jetzt in die Winterzeit, weil es sehr, sehr viel im Schnee spielt und so. Und dass die perfekte Lektüre ist, um sich zu Hause einzukuscheln und sich einfach auf eine Geschichte einzulassen, die nicht so viel mit unserer Realität zu tun hat. Ich finde, da kann man sich immer ganz gut fallen und sinken lassen, wenn es gut gemacht ist. Also ich kann euch die Trilogie auf jeden Fall ans Herz legen. Ich habe vorher sehr, sehr lange überlegt, ob ich sie lesen möchte oder nicht und habe immer wieder gedacht, na, ich glaube, es ist nicht so mein Fall.
Und dann hatte ich die Gelegenheit, den ersten Band für wenig Geld gebraucht zu bekommen und dachte, die perfekte Gelegenheit, um es auszutesten. Hab sämtliche Bände, ich glaube innerhalb von, also habe für jeden Band ungefähr 2 Tage gebraucht. Ich habe nicht alle 3 in 2 Tagen gelesen und ja, hatte einfach wahnsinnig viel Freude damit. Also dementsprechend kann ich es euch absolut empfehlen. Wie immer, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so dazu denkt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!